So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück. Folge 56, mittlerweile. 56? Ja, 56. Ich habe etwas gemacht. Und zwar, mir wurde jetzt gesagt, Lapis kann ich nicht reintun. Ich hätte einfach googeln können, aber nein, ich bin natürlich zwar. Lapis kann nicht funktionieren im Ding. Wäre so einfach. Wir brauchen Lapis Dust. Und das machen wir im Macerator. Also wenn wir jetzt hier Lapis haben, ihr seht, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, können wir sie reinpacken. Und dann dauert das eine ganze Weile. Machen wir Ejector Upgrade rein und dann bekommen wir den sogenannten Lapis Dust. So, das ist das hier. Davon brauchen wir dann 8 Stück und eine Empty Cell, was im Endeffekt nichts ist als Tin Plate Extruded. Ich habe das alles schon mal im E-System beigebracht, dass ich das nicht nochmal so craften muss dann. Und wenn wir das hier reinlegen, dann sehen wir schon, dass der Prozess anfängt. Der dauert einen kleinen Moment. Ich habe jetzt auch schon mal hier in jede Maschine so ein Ejector-Upgrade reingepackt. Und ich habe noch einen zweiten Metal-Former gemacht, wenn ich den nicht letzte Folge schon gemacht hatte. Und ich habe schon die ersten Overclocker-Upgrades gemacht. Einfach nur, damit es schneller geht. So, das ist dann fertig. Das wird dann hier zusammengepackt und geht da oben rein. Und wird automatisch wieder extracted und dann kriegen wir das sogenannte eine sogenannte Coolant Cell. So, wenn wir die nehmen und auch mal ein wenig Tin Plates packen. So, dann bekommen wir 10k Coolant Cell. Davon brauchen wir 1, 2, 3. So. Wir brauchen 3 Coolant Cell. Einen Copper Cable, also 2 Copper Cable und einen Circuit. Können wir mal einen craften vielleicht. So. Copper Cable. Ja, genau, brauche ich dann auch gleich nochmal. Dass wir das dann gleich zweimal craften können, bereite ich schon mal vor. Und wir kriegen die Overclock-Upgrades. Die reduzieren die Zeit, in der es produziert wird, halt um 70%. Aber dafür braucht man mehr als die Hälfte an Strom mehr. Nun, so machen wir mal zwei. Eins kommt auf jeden Fall im Macerator und eins in den Kompressor. Ich habe jetzt schon mal vorbereitet, hier hinten über Interface halt dran. Das Ding hier hat Diamond Dust und Lapis Lazuli halt schon mal beigebracht kriegt. Und nochmal hier zu diesem Remote Interface, wo ich es gerade sehe. Ich habe das ja jetzt hier nochmal umstrukturiert. Das habe ich auch unten gemacht. Ihr müsst auf Folgendes achten. Ihr könnt nicht. Mal schnell runter. Das Ding da oben haben wir hier auf so ein Dingens hier gebunden. Wir können nicht von der anderen Seite zum Beispiel, wenn wir es auf diesen binden, können wir auf dieser Seite nicht rausnehmen. Wenn wir von dieser Seite rausnehmen, dann sind wir hier an einem ME-Controller-Multiblock-Ding dran. Und da sind keine Channel. Die Channel sind am Anfang da, weil praktisch der Block emittiert wird. Aber beim Neuladen des Chunks ist hier an der Stelle kein Channel zur Verfügung. Und wir können auch nicht mit Channeln überlasten, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Von daher muss ich wirklich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall, das funktioniert jetzt erstmal. Warum das hier immer blinkt, ich habe keine Ahnung. Das ist das einzige Ding, was blinkt. Alle anderen blinken nicht. Das blinkt nicht oben, das blinkt nicht, aber das blinkt. Ich weiß nicht, irgendwas ist da schon wieder kaputt. Keine Ahnung. Hat keinen Bock. So. Wie gesagt, was habe ich noch beigebracht? Ja, schon mal Leadplatten habe ich beigebracht. Halt das Zeug nochmal. Ja, ansonsten eigentlich nichts weiter. Und halt hier diese Coolant Cell mit 8 Laps, dass wir das machen können hier. Was wir jetzt noch brauchen. Dann müsste ich eigentlich den hier mal verschieben vielleicht. Eine Dolly brauchen wir dafür. Dolly. So. Komm mal mit. Geh mal dahin. So. Da dran. Das kann alles da rein. Man könnte es mal vielleicht so ein bisschen schöner ordnen. Okay. Und zwar möchte ich gerne noch etwas machen. Und zwar brauchen wir. Jetzt muss ich zoomen. Overclocker haben wir. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit und können die auch herstellen. Wir brauchen aber noch einen sogenannten Ore-Washing Plant. Dafür brauchen wir elektronische Motoren.
wovon ich nicht das Zeug habe. Dann wisst ihr was, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir automatisieren natürlich alles irgendwann. Ist halt so. Im E-System erlaubt es uns. Das Ding ist ein einfaches Crafting-Rezept, ne? Günther! Böser Günther. Eldritch Eye. So. Mach ich jetzt einfach mal da rein. Coil haben wir jetzt. Hab ich's nicht? Achso, ich hab's noch nicht reingelegt. Crafting da unten. Dann Tin Casings können wir machen. Okay, dann machen wir ein paar Tin Casings nochmal. So 10 Stück erstmal. Für den Anfang. Was wollte ich jetzt machen? Wo ist es vor allem? Da, Washing Plant. Und zwei davon. Basic Machine kann ich auch nicht machen. Das heißt, ich brauche noch Eisenplatten. Okay, dann geben wir die schon mal in Auftrag. In der Zwischenzeit gucke ich mal, was die Thermal Centrifuge braucht. Beziehungsweise, nee, wir machen erstmal was anderes. Guck mal zurück. Wir machen uns einen sogenannten Induction Smelter. Geht einfacher. Nicht den von Thermal Expansion, sondern von Industrial Craft. Da. Fluxfake. So, dafür brauchen wir Electric Furnace, Advanced Machine Casing, dafür brauchen wir halt Advanced Alloy. Advanced Alloy ist Mixed Metal Ingots, das ist das alles. Kann ich machen. Sehr gut. Habe ich noch einen Forge Hammer, stimmt zu fallen. Ich mache jetzt mal einfach nur, weil ich nicht warten will, bis das alles fertig ist, auch wenn es jetzt schon schneller geht, aber ne. So, Forge Hammer. Blackie hat es zum Beispiel so gemacht, der hat sich alles damit automatisiert. Der hat nur Crafting-Rezepte mit dem Hammer gemacht. So, dann brauchen wir das. Dafür brauchen wir Refined Iron Plate, dafür brauchen wir Stahl. Das habe ich vorbereitet, hoffe ich. Na. So. Und. Na. Tada, 3 Stahlblöcke. Da. Okay. Kann ich die eigentlich hier? Ne, so. Machen wir mal so und dann geht es nicht. Refined Iron heißt das Ding. Eigentlich ist es ja auch Stahl. Aber ich muss da irgendwie, warte mal. Die Platten mache ich in dem. Ach, da kann ich auch Steel nehmen. Ah, die kann ich mit dem Hammer machen. Die muss ich sogar so machen. Hau mal noch Overclocker ein. In der Zwischenzeit kann ich nochmal hier so ein paar coolen anfordern. Vielleicht so. 12. Ja. Wir müssen noch 21 von diesen Lapis Dust craften. Das heißt, das Ding jetzt hier saust jetzt nochmal los. Dann Electric Furnace, brauchen wir einen Iron Furnace, können wir den machen? Es tut mir leid. Das konnte ich jetzt nicht zurückhalten. Das kam so plötzlich. So, okay. Iron Furnace. Dann machen wir da draußen Electric Furnace, wenn wir einen Circuit hätten. Ah, keine 1000. Ich bin nicht verrückt. Denn der Induction Furnace, wer das noch aus der letzten Staffel kennt, den wir gemacht haben, wenn der auf 100 Grad läuft, frisst er zwar konstant Strom, macht aber im E-System auch, also von daher. Und wir sind in der Lage. Was? Even hotter topic. So, und das können wir jetzt mit dem Advanced Machine, dafür brauchen wir nochmal Carbon. Okay. Wie viel waren es? 2, ne? 4 sind 2, genau. So. Okay, Kompressor. Ein. Genau, kompress mir das Zeug mal schön. Oder verdichte es mir, kann man ja auch sagen. So, wir brauchen auch die Mixed Metal. Genau. Eigentlich können wir ja auch. Wartet. Ja, das sind ja noch irgendwo Blank Pattern, ne?
sogar eine Show. Wunderbar. Ein Coach. Das ist normales Crafting-Rezept. Das kann damit hin. Na komm, mal fertig. Sehr gut. Können wir jetzt hier gleich nochmal das Crafting einstellen. So. So. Nee, nicht Lead Plate. Wie hieß das Ding? Alloy? Ja, wie heißt das dann? Ich weiß es nicht. Ich muss warten. Advanced Alloy doch. Okay. Coach. Da haben wir unser erstes Kompressor-Rezept. Wunderbar. Das Ding ist fertig? Ja. So, wie viel brauchen wir von diesen Reinforced Plates dafür eigentlich? Wir brauchen 4. Also, 1, 2, 3, 4. So. Das crafte ich mal zurück. So. Electric Motor. Craft mal bitte 2 Coils. Was haben wir gerade alles eigentlich laufen? Das macht er. Ach, mit dem Rest ist er schon fertig. Perfekt. Iron. So. Damit hätten wir das dann auch bald vorbereitet, hoffentlich. Was fehlt noch? Achso, Maschinen. Machine Frame fehlt noch. So. Advanced Machine Frame. Tada! Hyperspeed! das Ding hat zum Beispiel kein... Doch, es hat sogar Slots. Mittlerweile gibt es Slots. Das können wir machen. Ejector Upgrade und Redstone Inverter Signal Upgrade. Ja, die beiden machen wir auch. Ein sogenanntes Redstone Inverter Signal Update, oder wie das Ding heißt. Upgrade. Das da. Nee. Das da. Die sehen fast gleich aus. So. Brauche nicht viel. Und wenn wir das da reinlegen, ist das Ding praktisch dauerhaft an. Das ist im Endeffekt alles, was das macht. Ja, okay, es ist ein Induction für uns geblieben. Und dann brauche ich nochmal ein Ejector Upgrade. Ejector Upgrade. Weil ich möchte das ja gerne dann wieder mit dem Esel schön automatisieren. So, ich muss kurz Hallo sagen hier, ne? Höflichkeitshalber. Und dann das. Wie viele Pisten habe ich noch? 17, ja, die dürfen im Moment reichen. Circuit brauchen wir noch. Und Copper Cable. 2 Stück. Okay. So. Ein Overclocker packe ich mal hier wieder rein. Und mache nebenbei nochmal ein bisschen Eisenplatten, ne? 10 sind vielleicht zu wenig, oder? Mal 20. Okay. Wunderbar, wir haben schon einen Haufen automatisiert. Das Advanced Alloy haben wir ja auch fertig schon. Perfekt. So, Ejector Upgrade. Und das packe ich allerdings wieder unten hin. Das hat Sinn, glaubt mir. Das hat Sinn, weil ich das Ding nicht von Industrial Craft mäßig verwenden will, sondern dauerhaft mit dem ME-System. Deswegen kommt das auch direkt hier dran. Weil. Der wirft das immer weg. Ich weiß nicht warum. Manchmal. Das Ejector Upgrade hast. Ja, irgendwie. So, okay. Also. Induction Furnace. Und ich mache folgendes. Ich sag die Oberseite. Puttet er out. Oder outputtet er. Oder. Warte, wie viel Chamber wir noch? Können sogar die Rückseite machen. Na, machen wir die Rückseite. So, und Redstone Inverter Signal. Upgrade Ding da. So, und dann. Kommt jetzt der ganze Spaß hier unten zur Trage. Wir brauchen Copper Cable. Wir brauchen Copper Cable. Wir brauchen wirklich Copper Cable. Copper Cable. Habe ich noch einen RedNet Energy Cable? Habe ich noch? Habe ich auch noch einen LV-Transformer? Nee. Den habe ich nicht. Ich klatsche den mal lieber dazwischen. Das heißt, wir brauchen das und dann brauchen wir noch ein Tin Cable. Okay, das habe ich nicht automatisiert. Das wird gleich wahrscheinlich hier auftauchen oder? Nee, doch nicht. Okay.
Dann zusammenbauen. Geht noch nicht. Wüt. Kann ich sagen, 200. Nein. Ich nehme auf. So, LV-Transformer. So, den müssen wir jetzt hier an unser Energiesystem anballern, mit Hilfe vom RedNet-Kabel und dann... Moment, ich glaube, ich kann den doch direkt hier so... Müsste doch klappen. Ich hätte es vielleicht nicht hier machen sollen. So. So, kommen wir wieder raus. Ein bisschen Platz, aber... So, genau. Und ihr seht schon, das Ding ist praktisch jetzt an und hat hier Hitze, die es langsam entwickelt. Diese Hitze steigt bis auf 100. Wenn die auf 100 ist, dann haben wir die bestmögliche Geschwindigkeit. Dann ist es wirklich keine Sekunde, in der das Zeug da durchsaust. Aber ich habe gerade Feuer gehört. Ich glaube, ich weiß warum. Du. So. Gut, dass Fire Spread auf dem Server aus ist. So, wir brauchen noch ein Interface. Ups. So. Nehmen wir ein Interface. Wupp. Cable vielleicht noch. So. Und dann können wir jetzt hier schon mal ein paar Dinge rausnehmen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier irgendwo noch das Glasding drinne. In meinem riesen Chamber hier an der Seite. Ist irgendwo das Glas drinne, ne? Unter Crafting, da. Und das müssen wir jetzt umändern. Und zwar machen wir aus einem Sand. Glas. Glas, ja. Okay, passt. Okay, gut. Alles klar. Gut. So, dann können wir das schon reinpacken. Und dann können wir halt alle normalen Schmelzrezepte, was jetzt halt hier wir drin haben, für Rubber beispielsweise, das müssen wir drin lassen. Cleanstone können wir rausnehmen. Und das können wir halt hier reinpacken an den Induction Smelter. Denn der ist wesentlich schneller. Ich kann mal... Wir haben jetzt. Im Moment. 16 Grad. Ich fordere mal Cleanstone an, ne? Stone heißt es einfach nur. So, machen wir mal so 100 Stück, ne? Erstens, das Ding hat 2 Slots zur Verfügung. Ihr seht, es geht schon relativ schnell. Und es wird noch schneller, glaubt mir. Und wir können halt, wenn praktisch in beiden Slots was drin ist, hat er den Vorteil, er brennt beide Items auf einmal. Das heißt praktisch, das nimmt immer von beiden dann einen weg. Das ist auch relativ gut. Und beschleunigt den ganzen Prozess auch noch immer mehr. Und ihr seht, es geht schon wesentlich schneller mittlerweile. Ich komme dann mal wieder, wenn es auf 100 Grad ist. Dann zeige ich euch das nochmal. Aber in der Zwischenzeit machen wir mal noch was anderes. Denn wir haben ja noch 10 Minuten. Und in den 10 Minuten möchte ich noch was schaffen. So, wie sieht's denn hier aus? Wir dürften ja alles fertig haben. Ich wollte ein Ore-Washing-Plant. Da fehlen ein paar Dinge. Zum einen fehlt ein Basic Machine Frame. So. Und Circuit. Okay. Na, so. Craften gleich mal 2 von. Wir haben es ja. Kurz warten. Achso, der macht gerade noch den Stein. Dadurch müssen wir jetzt auf das Rubber ein bisschen länger warten. Weil ich das sehr umgepackt habe, so schlau wie ich bin. Okay. 60. Naja, es ist noch nicht ganz so schnell. Da machen wir es halt erstmal kurz auf die altmodische Art. Und zwar hier irgendwo habe ich das hier noch irgendwie Furnace oder sowas. Ah, ich habe hier noch was. Da. Muss gleich mal gucken, ist das hier mittlerweile leer? Ja. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit dem Zeug hier, aber. Gefällt mir nicht ganz so. Nein, meine Helix. So. Okay. Meine Essensversorgung, meine mobile. So, Rubber Hammer. Jetzt habe ich mir einen Rubber genommen. Das reicht niemals, oder? Ach, er ist fertig. Ja,
Okay. Overwatching Plot. Den brauchen wir, der braucht ohne Wasserversorgung. Das heißt, ich baller den gleich hier mit hin. Und dann brauchen wir noch einen Conwich. Ein Fluid Conwich. So, die kommt auch mit gleich hier dran. Was willst du da? Nein, kein. So. Insert. Perfekt, wir haben Wasser drin. Hier drin können wir dann Erze, die wir mit dem Macerator verarbeitet haben, waschen. Dadurch kriegen wir. Kann ich hier irgendwo auf Rezepte? Da. Wir kriegen zum Beispiel, wenn wir irgendwie. Ich nehme mal was, was wir kennen. Zum Beispiel. Das ist Ardit. Ja, zum Beispiel Ardit. Bei Ardit kriegen wir ein Purified Ardit Ohr. Also pro Crushed. Also aus dem Macerator kriegen wir zwei Crushed Ardit Ohr. Das können wir hier mit dem Overwashing Plant schön waschen. Und dann haben wir Purified. Und wir kriegen noch zwei Tiny Pile. Das heißt, wir kriegen aus einem Ardit beispielsweise würden wir 2,5 Ingots ungefähr kriegen. Also ist schon ein bisschen mehr. Auch aus Gold halt, das ist überall das gleiche. Wir kriegen, glaube ich, bei manchen auch was anderes raus. Ich bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Ja, bei Lead kriegen wir Sulfur. Das brauchen wir auch bei manchen Rezepten dann. Also da muss man dann wirklich gucken, was man braucht später noch. Ja, Tungsten Ore können wir auch machen. Ja, so. Aber hauptsächlich möchte ich es ja für Uran haben. Und dafür brauchen wir noch eins, und zwar ein Thermal Centrifuge. Die brauchen Mining Laser. Der braucht einen Iron Turning Blank. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen, oder? Hab ich das schon mal genutzt oder was weiß ich? Ich bild mir einen nicht, nein. Ein Plate. Können wir gleich mal wieder einstellen hier. So. Nehmen wir kurz raus hier. So, wir dürften auch die Coolant haben, ne? Perfekt, perfekt, perfekt. Tin. So, wir können nur 11 machen. So, okay. Dann das mal einstellen. Hallo? Jetzt. Manchmal spackt unser Server im Moment ein bisschen ab. Das liegt aber einfach nur dran, wenn viele Minecraft-Begeisterte da hier zusammen ein bisschen rumhantieren, dann kann das schon passieren. Wir haben Tinplates hoffentlich jetzt genug. Noch nicht ganz. Eine fehlt noch. Habe ich nur eine gemacht? Ich habe eine gemacht. So. Da hätten wir das. Und dann können wir nämlich gleich noch ein paar Overclocken machen. Copper Cable. So. Können wir gucken. Ja, also es geht eigentlich schon relativ schnell. Ihr seht hier, pro Sekunde ist eins fertig. Das ist schon mal schön. Okay, dann tun wir es mal. Wenn das noch kurz muss, dann. Ach, da brauchen wir auch noch so ein Advanced-Ding. Ich gebe einfach mal wieder ein paar Dinge in Auftrag, dass die hier nebenbei schon mal durchlaufen. Advanced Alloy Plate habe ich sogar noch zwei. Perfekt. Zwei, drei, vier. Die müssen da mal rein. Dann brauchen wir noch Carbon. Das. Okay. Also wieder vier. Okay, Kompressor rein. Das habe ich auch noch nicht automatisiert. Muss ich irgendwann mal machen. Aber jetzt auch nicht. Nee. Thermal Centrifuge ist auch so ein Block, der dann eigentlich dauerhaft bepowert werden müsste. Na, wie weit sind wir? Ja, machen wir ein bisschen Käbelchen. Was wollte ich jetzt gucken? Ich wollte gerade irgendwas. Achso, genau, Overclocker. Weil da dürfen wir eigentlich mittlerweile jetzt soweit sein, dass wir. Nee, aha, ich habe das alles wieder. Nö. Wir können ja mal gucken. Oh, dann machen wir folgendes. Da gucken wir mal, ob unten das Ding auf 100% ist. Dann kann ich das mal zeigen. Ne? Gehen wir nach unten. So. Haben wir 100%?
Nee, immer noch nicht. Aber wir können mal. Gehen wir mal so ein bisschen. Na, 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 so. Also das geht schon relativ schnell. Und der Vorteil ist natürlich, man kann zwei Stacks gleichzeitig. Also das ME-System kann natürlich dann sagen, hier, okay, ein Stack ist schon drin, ich packe hier noch den zweiten Stack rein. Also man kriegt einen Haufen Zeug schnell durchgeballert. Wie gesagt, lass es mal auf 100 gehen, dann müssen wir mal schauen. Ich muss eigentlich noch in das Programm hier einbauen, dass man sehen kann, so innerhalb der letzten, was weiß ich, 1000 Ticks, ob da insgesamt Plus oder Minus gemacht wurde. Aber die Sache ist, da nützt mir das hier nicht, da müsste ich hier oben das noch mit dazu schließen, weil das ist ja auch noch voll. Das geht dann ja nur, wenn das hier gerade am Abarbeiten ist. Von daher, So, Coils haben wir. Perfekt. Da haben wir schon mal einen Motor. Etwas. So, Maschinenblock brauchen wir noch. Oder Casing oder. Sag nicht, jetzt brauche ich einen. Ist was? So. Muss erstmal reichen. So. Und dann. Nein. So. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Dann brauchen wir das. Dafür brauchen wir. Ach du Scheiße. Also wir brauchen Advanced Circuit. Kann ich das schon machen? Nee. Wir brauchen noch ein Energy Crystal. Dafür brauchen wir Energium. Energium. Energium oder Energium? Weiß nicht, was das ist. Ist das Energium oder Energium? Gium. Gium. Keine Ahnung. Worüber ich mir Gedanken mache, ist auch wieder witzig. Wir brauchen Advanced Alloy. Drei Stück. Attacke bitte. Vielen Dank. Dann brauchen wir noch dieses Iron Turning. Genau, das können wir schon machen. Kann ich das irgendwie hinsetzen oder so? Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon probiert. So wie ich mich kenne. Oh, nein, da stand was. Da stand was. 5, 5, 5, 5, 5. Turning Blank Iron Drill. Turning Blank Iron Handle. Was ist das? Keine Ahnung. Machen wir es so. Ah, okay. Sorry. Hä? Wo ist dann? Jetzt sind es auf einmal wieder zwei. Okay, da gab es gerade ein kleines Sync-Problem anscheinend. Interessant. Interessant, aber nicht schön. Wir brauchen auch noch zwei Coils. Dafür brauchen wir nur zwei. Ich müsste eigentlich auch noch sagen, dass er immer eine gewisse Anzahl an Copper-Kabeln im System behält. Beziehungsweise ich mache einfach jetzt einen Homo-Overclocker. Zwei konnte ich machen und fehlt mir das Circuit. Sehr gut. So, machen wir das mal wieder auf ein erstmal. Dann packen wir jetzt erstmal in die ganzen Maschinen hier ein rein. Da brauche ich es nicht. Der braucht auf jeden Fall welche. Der braucht noch mehr. Der braucht nicht nur einen, der braucht mehr. Glaubt mir, der braucht dann mehr. Bauen wir da mal zwei rein. Okay, Circuit. Was fehlt? Das Rubber hat er schon fertig. Okay. Dann packt man das mal mit in den anderen Metal Formast mal rein, damit das noch schneller geht. Okay, dann Thermal Centrifuge. Vielleicht schaffen wir es noch diese Folge. Tada! Mining Laser. Der ist auch relativ cool. Man kann den halt dann oben reinwerfen in MFE oder was weiß ich, Batbox, kann den aufladen. Und damit kann man dann Dinge, so Laser verschießen, mit denen man halt Blöcke minen kann, aber ist nicht so toll, steckt viele Sachen mal in Brand. Erfahrung. Einfach nur Erfahrung. So, Thermal Centrifuge. Braucht Strom. Kriegt Strom. Perfekt. Das Ding hat halt eine gewisse Hitze. Wenn wir da jetzt praktisch was reinpacken, dauert das ewig, bis die Hitze voll ist. Oder wir packen halt was rein wieder an die Seite, dass wir, wie heißt's?
dieses Redstone-Inverter-Dings da. Hat allerdings auch wieder den Nachteil, das Ding frisst dauerhaft Strom. Das letzte Mal hatten wir ja nur Holzrotoren oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Moment aussieht jetzt hier oben. Ich meine, ich hab ja nochmal diese paar anderen Dinge eingestellt. Zählen wir hier. Wir machen sogar im Moment noch Plus. Im Moment machen wir in der Nacht noch Plus. Wenn das Ding sich dreht. Deswegen lasse ich es erstmal. Bis ich meinen Notreaktor gebaut habe. Das ist im Endeffekt alles, wofür ich das jetzt aufgebaut habe. Wir werden in den nächsten, wahrscheinlich morgen, werde ich mich darum kümmern, dass wir einen Reaktor zum Laufen kriegen. Und dann, denke ich mal, dürfte das alles relativ gut laufen. Ja, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Overclocker mache. Und eine Sache muss ich noch zeigen. Da muss man mal kurz hin. Ich glaube nämlich, der Induction Smelter dürfte jetzt auf 100 Grad sein. Das heißt, perfekt. Und mal diesen da. Ah, sehr schön. So gefällt mir das. Wer braucht Speed-Upgrades? Wir haben einen Induction-Furnace, der ist von sich aus so schnell. Okay, gut, das wär's dann von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir machen dann hoffentlich nächste Folge den Reaktor. Fangen den an, beenden den vielleicht sogar. Wir werden sehen, dann haben wir nochmal eine zweite Stromversorgung. Falls unser Dingens da oben mal ausfallen sollte, beziehungsweise wir unter ein gewisses Stromniveau-Level fallen, was eigentlich mein Plan ist. Das wäre praktisch, wenn wir unter einem bestimmten Stromniveau-Level sind, was wahrscheinlich so 60% sein werden, dass dann der Reaktor gesagt wird, hier, Kollege, Attacke. Dann produziert er uns einen Haufen RF und ballert unseren Strom wieder hoch. Das ist der Plan. Das heißt, wenn wirklich die Query läuft und alles aussaugen sollte und alles kaputt sein sollte, was weiß ich, dann kriegen wir noch Strom. So, aber genug davon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage tschüss bis zum nächsten Mal. Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und auf, dass wir uns morgen wiedersehen. Tschüss.